Der Sportwelt-TV-Wettcheck. Aficionate gibt hier sein Debüt, doch die Gegnerschaft ist überschaubar. Seine Halbschwester Armanche war immerhin Listensiegerin und so trauen wir Aficionate auf Anhieb einen Sieg zu. Scheikan gab am letzten Hoppegartener Renntag ein gutes Debüt, als er hinter einem bestimmt guten Pferd den zweiten Platz belegte. Er sollte durch den Start gelernt haben und so ist Scheikan unser Tipp im zweiten Rennen des Tages. Careless lief zuletzt mehrfach gut. Die gerade Bahn von Hoppegarten mag sie sehr, wie sie hier bei einem Sieg im Mai noch bewies. Careless ist deshalb unser Tipp im dritten Rennen des Tages. Catano hat sich von Rennen zu Rennen verbessert. Seine letzte Form, als er hier Dritter wurde, kann in dieser Gesellschaft schon ausreichen. Catano ist unser Tipp im vierten Rennen des Tages. Invincible Warrior gewann bei seinem letzten Start in Dresden wie ein Pferd, das noch Reserven hat. So schwer ist das heutige Rennen nicht und so könnte Invincible Warrior der Sieger im fünften Rennen des Tages sein. Af und Zo gewann das deutsche St. Ledger in Dortmund gegen Loft. Das ist die beste Form im Feld und auch wenn der Klugschützling gegen Loft nun ein wenig ungünstiger steht, kann Af und Zo der Sieger im silbernen Pferd sein. Lord Leoso zeigte in Baden-Baden über 2000 Meter eine gute Schlussleistung. Die heute 200 Meter weitere Distanz sollte ihm entgegenkommen. Und so ist Lord Leoso unser Tipp im siebten Rennen des Tages. Darling Street versucht sich zum ersten Mal im Handicap. Die Adlerflugtochter lief in der Maidenklasse aber stets brav nach vorne. Darling Street könnte hier zu ihrem ersten Sieg kommen. Techno Music kam in Krefeld zu ihrem ersten Sieg. Im Handicap konnte die Dreijährige diese Form zwar nicht gleich bestätigen, doch kann das nach einer kleinen Pause heute schon wieder ganz anders aussehen. Techno Music ist unser Tipp im neunten Rennen des Tages. Wirbelsturm war hier am letzten Renntag in einem ähnlichen Rennen nur mit einem Hals geschlagener Zweiter. Auch heute sollte der Wallach wieder ganz vorne mitmischen. Wirbelsturm könnte der letzte Hoppegartener Sieger 2021 sein.